Deswegen, ich mag das überhaupt nicht haben, speichertechnisch von anderen abhängig zu sein. Das mag ich überhaupt nicht. So, Samuel hat sich wahrscheinlich schon wieder irgendwo festgepackt. Ne, da ist er ja. Hast aber Glück gehabt, Freundchen. Meine Güte nochmal. So, Lungen jetzt dahinter, läuft hier Giovanni rum. Ja, natürlich. Ja, er macht auch noch die Tür zu. Ja, das hier nun wirklich an Dämlichkeit nicht mehr zu überbieten. Hätten wir alleine gekämpft, wären wir bei Weitem nicht so weit gekommen. Das muss man ja auch noch zugute halten. Das gibt's nicht. Die sind alle nicht in der Lage, den Typen umzuhauen. Dann machen wir es halt so. So, und dann werde ich danach gleich hier direkt rausgehen und speichern und. Ich ziehe mich zurück. Ich warte. Beziehungsweise erstmal müssen wir den Typen dann noch ausschalten. So, der Penner ist erledigt. Pack dich da bloß nicht fest. So. Jetzt kommt Lilly dran. Lilly schnappt sich den Kerl mit der Säge. Oh, natürlich schafft er es noch, dieses blöde Mistvieh darauf zu beschwören. Das schafft er noch. So, und jetzt schnappen wir. Das Buch Mortis kriegt aber trotzdem Christoph. Ei. So, Heilung, Hebel anheben. Hast du keinen Platz mehr? Scheiße. Okay, dann holen wir Christoph dazu, der sammelt dann die MP ein. So, und auch die Munition dafür. So, und das Buch, das auch gleich benutzen wird. Zack, neue Disziplin gelernt, Buch des Mortis, verwendet. Kehr zu mir zurück. Gut, Bereich gesäubert, jetzt gehen wir erstmal raus. Und ja, es muss sein. Zumindest noch in dieser Aufnahme-Session. Ich glaube, ich werde tatsächlich mal nach der Aufnahme, nach dem Speicherpatch gucken. Und ich hoffe inständig, dass es danach läuft. Immer noch. Denn wenn es danach nicht mehr läuft, dann beiße ich mir echt in den Arsch. Weil ich habe echt die Schnauze voll für jeden Scheiß, jetzt doch noch zurückzulaufen. Eigentlich habe ich das so oft gemacht, aber... Oder ich ziehe es einfach durch. Komm, wir ziehen es einfach durch. Einfach weiterhin ungepatcht lassen. Ich muss tatsächlich sonst beim nächsten Mal echt mal gucken, wie das da ist. Ich habe zwar vorher mal das eine Mal geguckt, aber ich wusste nicht, dass es so nervig werden würde. Sonst hätte ich das nämlich so gemacht, dass ich gleich direkt das Patch runterhau und dann gleich direkt gucken, ob es dann läuft. Und hätte dann gesagt, so, Spiel läuft, ist auch gepatcht. Speichern können wir, wo wir wollen, fertig ist. Und die Hubwagen hier sehen übrigens sehr interessant aus. In Teil 2 in Bloodlines gab es ja auch ein paar Hubwagen. Eieieiei. Genau, da hoch müssen wir. Ach, fuck. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass da welche hinter sind. Aber halt so. Auch gut. Christoph allein haut zwei um. Geil. Wo bleiben die anderen? Samuel ist schon mal da. Wow. Ich ziehe mich zurück. Koterie, halt! Oh, wieder dieselbe Stelle. Und Lilly? Lilly kann sich noch bewegen. Gut. Und was ich auch noch zu Pink sagen wollte, der hat ja wirklich an jeden was auszusetzen, ne? Er hatte was an Lilly auszusetzen, er hatte was an
Samuel auszusetzen. Er hat was bei den Malkavianer auszusetzen gehabt, bei Defnal. Also, er macht sich echt unsympathisch. Doch, muss ich schon sagen. Weil Lilly ist ja eigentlich eine Liebe. Also ist mein Eindruck zumindest. Samuel ist auch ein netter. Und, also, weiß ich nicht. Also eine gewisse Grundsympathie ist eigentlich bei allen da. Außer halt bei Pink. Pink ist quasi das Arschloch der Gruppe, wenn man so will. Lilly kommt wieder nicht weg. Doch jetzt. Na doch, Kollege, hast gleich wieder zwei heraufbeschworen. Ich konnte es nicht bei einem bleiben, ne? War dir einfach zu wenig. Ist verständlich irgendwo, dass hier einer nicht reicht. Wenn man unbedingt was kompensieren muss. Zur Hölle mit euch! Trotzdem verstehe ich das nicht. Die Leute haben so hohe Statistikwerte. Trotzdem können sie nicht treffen. Trotzdem nicht. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Und sie beißen nicht so oft, wie sie sollten. Dass man das nicht auch noch einstellen kann. Jeden Gegner beißen oder sowas. Irgend sowas in der Richtung. Und dann zu Tode saugen. Ach, guck mal, hier ist noch ein Koffer. Den hatte ich beim letzten Mal übersehen. Aber da ist natürlich auch nichts drin. Toll. Bleihandschuhe, die sowieso wertlos sind. Oh, ich muss die alle wieder heilen. Weil die KI heilt nie die Leute. Nie. Es sei denn, sie sind kurz vorm Tod. Da, wo es wahrscheinlich schon längst zu spät ist. Da heilt er sie erst. Aber ansonsten so, ja, nö. Brauche ich nicht heilen. Lass die Scheißtür offen. Also ich würde schon ganz gerne nach Möglichkeit noch den Giovanni, das Giovanni-Lagerhaus würde ich ganz gerne noch fertig kriegen, wenn ich ehrlich bin, in dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Auch wenn ich jetzt nochmal zwischendurch zurücklaufen muss, um zu speichern, es geht nicht anders. So. Okay. Erstmal heilt ihr euch. Heilung für alle. So, und dann gehen wir nochmal raus, damit das auch ja übernommen wird. So. Dann gehen wir wieder rein. So. Dann gucken wir jetzt mal. Und dieses Mal werden wir auch vorsichtiger vorgehen. Und Lilly, wieso bleibst du da jetzt stehen, Mädel? Mama. Das ist ein winziger Pixel, da bleibt sie stecken. Was soll sowas? Oh, jetzt bleibt er da oben stecken. Och, Mann. Diese scheiß Backempfindlichkeit, Mann! So, weiter. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen ruhiger. Ich glaube, das tut uns allen mal ganz gut, wenn ich mal ein bisschen ruhiger bin. Sowohl euch, als auch mir, als auch meinen Eltern nebenan. Denn ja, sie hören es natürlich. Kann ich mir dann nachher wieder schön was anhören. Du warst so laut. Ja, schön. Und? Ist mir doch egal. Man muss sich aufregen dürfen. Wenn es begründet ist, dann ja. Wenn es nicht begründet ist, dann nicht. Und für mich ist das definitiv begründet.
Und ich hätte jetzt fast diese Kiste da vergessen. Der übrigens... Hm. Doch. Eine modifizierte Schrot. Ach, der ist natürlich nicht da. Ach, weil er schon wieder irgendwo hängen geblieben ist. Da bist du ja. Gib ihm die modifizierte Schrotflinte. Sofort. Keine Diskussion. So. Weiter. So, wie gesagt, vorsichtig vorgehen. Ich ziehe mich zurück. Ich gehe nirgendwo hin. Halt. Wieso kannst du die Schrot nicht unter... Ach, deswegen. Lies sie da hin. Er kommt da auch wieder nicht hin. Überall bleiben sie stecken, ne? Furchtbar. Hier war ja nichts. Schade eigentlich. Du bist auch der, der mal Blut bräuchte. Okay, dann mach du auch mal bitte die Tür auf. Ja, den solltest du jetzt nicht unbedingt anlocken. Komm her, Giovanni. Ah, komm her. Komm doch her, Giovanni, Mensch. Tu dich nicht, mach es dir nicht so schwer. Okay, das Vieh war aber schnell zu erledigen. Es sind zu viele. Es sind einfach zu viele. Weg da. Hau ab, Mann! Er haut nicht ab. Ja, er versagt auch noch. Genau. Schnapp ihn dir. Töte ihn einfach. So, Mann. Alter, ach, da ist noch einer. Der natürlich sofort jemanden heraufbeschworen hat. Junge! Heil dich, Mann! Ey, zwei Leute kriegen's nicht hin. Alter, was soll denn die Scheiße, Mann? Das ist nicht echt. Es sah so gut aus. Nein, darf nicht sein. KI muss seine Vorteile haben. Oh, ey. Ja, Lilly backt sich wieder fest. Alter. Nee, ich glaube, ich mache das Unboxing und das alles. Ich glaube, das mache ich morgen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt schon keine Lust mehr aufzunehmen. Bei so einer Scheiße habe ich echt keine Lust mehr. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte nochmal. Oh, jetzt packt er sich wieder da fest. Oh Mann, ey. Activision hat ja aber ganz schön ordentlich was vergeigt, echt. Meine Güte. Auch wenn das Spiel so alt ist. Und ich weiß, sie haben mindestens einen Patch rausgehauen. Aber trotzdem. Wie kann das sowas in einer ungepatchten Version passieren? Ich habe ja mal, das kann ich ja mal erzählen. Ich habe da ein Spiel gehabt. Oder ich habe das Spiel, wo man selber Computerspiele entwickeln darf. Oder soll. Und dann mache ich das immer so, bevor ich irgendwelche Spiele raushau. Ich entbugge sie vorher. Immer.
Ich lasse verpackte Spiele gar nicht erst auf den Markt. Aber sowas interessiert ja anscheinend Publisher nicht, weil die so sehr auf das Geld gucken, so geil auf die Kohle sind und gar nicht mehr darauf achten, wie die Qualität des Spiels ist.